Harry sagt Hallo und guten Tag. Heute am 21. September 2022 ist es 11 Uhr und 30 Minuten. Wir machen das aktuelle Wetter und die Realität heute in einem. Ja, für mich ein ganz besonderer Tag. Und ja, ich kann euch sagen, mir geht es sehr, sehr gut. Keine Probleme. Und jetzt möchte ich das Ganze dann auch noch mal ganz kurz ein Resümee abgeben. Und dann ist das Thema auch beendet. So, ja. Der Eingriff, der war geplant, wurde etwas verschoben durch die Sommerzeit, durch die Ferienzeit. Ich hatte das große Glück, in die Klinika Vita zu kommen, an den Dr. Rodriguez, eine Kapazität auf dem Gebiet. Der hat die Untersuchung gemacht und auch den Eingriff. Der Eingriff, das war mit Vollnarkose. Ich musste gestern um 13.30 Uhr da sein in der Klinikvorbereitung und um 14.48 Uhr ging die Operation los und die hat gedauert bis 20.35 Uhr. Das war etwas länger wie geplant, denn ja, wie es so ist, kommt das eine zum anderen, hat aber alles geklappt. Das Resümee ohne Komplikationen, Blutwerte, alles stimmt, alles wunderbar. Und daraufhin konnte ich auch morgen dann gleich wieder das Krankenhaus verlassen. Die paar Stunden danach, das war jetzt nicht so prickelnd, aber die Wunde an der Leiste, die ist sehr gut zugeheilt. Ich habe aber noch nicht mal mehr ein Pflaster dran. Kann auch wunderbar laufen, habe keine Schmerzen. Das Einzige, was ein bisschen stört, ist ja das Gefühl im Hals, der Schlauch, der da war für die Beatmung. Das ist das Einzige, was mich da ein bisschen jetzt irritiert hat. Und deswegen ist meine Stimme ja auch noch ein bisschen anders. Untersuchungen ist in einem Monat wieder bei dem gleichen Arzt. Und Medikamente muss ich 2 Stück nehmen, also relativ wenig. Und das eine Medikament auch nur 2 Monate. Und mit dem anderen weiß ich noch nicht. Also alles in allem, es ist alles geplant gewesen. Es ist auch so wunderbar abgelaufen. Und ich bedanke mich an dieser Stelle recht, recht herzlich für die vielen Genesungswünsche und für die vielen Kommentare. Und damit möchte ich dieses Thema dann auch sozusagen ad acta legen. Und freue mich, ja, wieder hier zu sein und bei euch dann die Videos oder für euch die Videos zu machen. Und ich werde jetzt mich schonen, das ist ganz klar. Aber ein bisschen bewegen ist gut, hat auch der Arzt gesagt, nur Fahrradfahren sollte ich unterlassen. Und ja, ansonsten alles okay. Ja, und den Geburtstagsgruß, der geht heute an den Horst. Der Horst ist ja mit der Susanne hier auf Gran Canaria und wir feiern heute Abend Geburtstag. Und ich habe noch einen Grund mehr zu feiern, das sage ich euch. Das wird mir besonders gut tun, mit Freunden dann zusammen zu sein. Und jetzt kommen wir hier mal zu der Realität. So sieht es hier aus. Am Faro. Wir haben hier das Steakhouse Toro, da ist noch nicht viel los, da könnt ihr übrigens auch frühstücken, wenn ihr wollt. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen schneller. So, und hier der Blick auf die Berge, das muss ich euch zeigen, wie schön das heute aussieht. Vielleicht sieht es für mich ja immer noch ein bisschen freundlicher aus, aber ich... Ja, das ist ein richtig schönes Bild jetzt hier, ich gehe da mal drauf zu. Ja, was ihr hört, das ist die Klimaanlage hier vom Supermarkt. Also selten so klares Wetter gesehen haben hier an dieser Stelle die Berge. Ihr könnt die Bäume da oben zählen. Und ich habe ja gehört, ich habe einen Anruf bekommen aus Deutschland vom Frank und der sagte 10 Grad in der Nähe von München. Ja, und dann habe ich einen anderen Anruf gehabt aus der Dominikanischen. Die beseitigen gerade ihre Schäden, die durch diesen starken Regen da ja verursacht wurden. So, auf diese Seite hier, da muss ich nicht besonders Acht geben. Da ist ja zwar Büro, hier schaut aus. Ich kann euch gar nicht sagen, was. Ja, hier heißt es Centro de Consulta von Lopezan Group. Also irgendwas wird sich hinter dieser Tür verbergen. So, und nun schaut euch das an, hier Sonnenland.
Ja, und für diejenigen, die es gleich merken, der Zoom ist sehr schnell. Das Update für diese Kamera ist noch nicht gemacht worden. Das werde ich aber auch nachholen. Hier der Blick auf den Campo International. Und hier schon Playa de Ingles hier oben. Die Ecke, das ist das Paraíso Maspalomas. Ja, und da sieht man noch Relikte aus der alten Zeit. Hier innen ist der Pavillon. Da steht gerade einer davor. Da steht noch Thomas Cook drauf. Das war noch Zeiten Neckermann. Thomas Cook steht da. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Da an dieser Stelle, das waren die Informationspavillons hier. Ja, lange, lange ist's her. Ich hoffe, dass dieses Zentrum wiederbelebt wird. Es müsste ja eigentlich gemacht werden. Es ist doch in einer der besten Lagen hier. So, Musik läuft, bewässert wird es auch. Ein bisschen Betrieb ist, und warum soll es denn da nicht weitergehen? Vielleicht sollten wir mal alle Herrn Lopez anschreiben. Ja, und hier die Anlagen Los Tunos und Albaricoques nebeneinander. Und das ist der Weg, der hier durchführt. Ich habe ja öfter schon darüber berichtet, auch hier kann man unterkommen, monatsweise, Halbjahr oder jahresweise. Zwei schöne Anlagen hier, und die sind direkt vis-à-vis vom Faro Shopping Center. So, und jetzt kommen wir schon wieder an die Stelle, wo ich vorhin angefangen habe, der Parkplatz. Auch hier auf der linken Seite der Fahrradladen, der hat immer noch offen. Und da kann man gut Fahrräder mieten. Ich habe so gehört, bei Langzeit zwischen 5 und 7 Euro pro Tag. Ja, und da stehen sie, und da kann man sich das Rad raussuchen. Und hat auch immer einen Ansprechpartner. So, das war die kleine Runde. Ich verabschiede mich. Ich hatte ja ein Video vorbereitet, das heute Morgen gelaufen ist. Das ist so ein Reservevideo gewesen. Und habe ja auch noch Rio Ballas Oasis. Ansonsten melde ich mich bei Gelegenheit wieder. Und ja, Fahrradfahren, das werde ich die nächsten Tage nicht, aber ich kann ja mit dem Roller fahren. Da sitze ich ja. So, mit diesem Ausblick sage ich hasta luego, macht's gut, bleibt gesund und nochmals vielen Dank für eure Kommentare. Und wir sehen uns Freitag am Leuchtturm. Hasta luego.